Hi, ich bin Bianca von Elterngeld.de und im heutigen Video möchte ich euch einige der witzigsten und kreativsten Ideen vorstellen, die Schwangerschaft zu verkünden. Wer schwanger ist, möchte sein Glück meist in die ganze Welt oder zumindest in die Familie hinaus posaunen. Die meisten warten allerdings die ersten 12 Wochen ab und verkünden ihre Schwangerschaft erst nach der kritischen Zeit. Wenn ihr auf der Suche nach witzigen oder kreativen Ideen seid, eure Schwangerschaft zu verkünden, dann seid ihr hier genau richtig. So sagt ihr es eurem Partner. Meistens ist der Partner der Erste, der von der Schwangerschaft erfährt. Es gibt diverse schöne und lustige Ideen, wie ihr es eurem Partner mitteilen könnt. Einige möchte ich euch jetzt nahelegen. Die erste wäre eine sogenannte Scratch Card. Diese gibt es zu bestellen, zum Beispiel auf Amazon.de, und das müsst ihr euch vorstellen wie ein Rubbellos. Da gibt es quasi ein Feld zum Freikratzen und darunter steht dann zum Beispiel, wir sind schwanger oder du wirst Papa. Das ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, es dem werdenden Papa mitzuteilen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ihr quasi einfach, wenn ihr zum Beispiel abends euch hinlegt und beide schlafen gehen wollt, sowas sagt wie, gute Nacht Papa. Da wird er sich erstmal wundern. Das ist auch eine sehr, sehr hübsche Möglichkeit, es dem Partner mitzuteilen. Einfach quasi so beiläufig ihn mal Papa nennen. Macht euch natürlich darauf gefasst, dass ihr danach wahrscheinlich nicht direkt schlafen gehen werdet, sondern erstmal eine ganze Zeit lang miteinander reden werdet. Die dritte Möglichkeit, die ich euch heute vorstellen möchte, wäre eine Baby-Playlist. Sucht quasi mehrere Songs raus, in denen immer wieder das Wort Baby vorkommt. Und wartet einfach mal ab, wie lange euer Partner braucht, bis er nachfragt, was da eigentlich los ist. Die vierte Möglichkeit, die Schwangerschaft eurem Partner mitzuteilen, wäre zum Beispiel, einen Kuchen oder Cupcakes zu backen, die darauf hinweisen, dass ihr ein Baby erwartet. Der kann natürlich dann zu jeder Tageszeit verzehrt werden. Der fünfte Tipp von uns wäre, dass ihr ein Essen kocht und ausschließlich Babyobst oder Babygemüse verwendet. Also zum Beispiel macht ihr Babykartoffeln mit Mini-Möhren und Baby-Zucchinis oder dann, wie gesagt, so kleines Obst irgendwie zum Nachtisch. Das sind so kleine Tipps, mit denen ihr euren Partner neugierig machen könnt. Eine weitere Möglichkeit wäre die Überraschungsbox. Da müsst ihr allerdings etwas geduldig sein und das kann natürlich nicht jeder, aber wenn ihr zum Beispiel zu eurem ersten Ultraschalltermin alleine geht und euer Partner noch nicht Bescheid weiß, dann könntet ihr sozusagen das erste Ultraschallbild in eine Box tun, zum Beispiel zusammen mit Babysöckchen oder kleinen Schuhen und diese Überraschungsbox dann eurem Partner überreichen. So könnt ihr es eurer Familie oder euren Freunden mitteilen. Wenn ihr Verwandte oder Freunde habt, die nicht in derselben Stadt wohnen, dann ist eine Postkarte oder ein Brief eine sehr, sehr schöne Idee. Denn gerade heute in dieser schnelllebigen Zeit, in der meistens alles nur noch per WhatsApp oder E-Mail mitgeteilt wird, ist für so ein besonderes Ereignis, wie eben, dass ihr eure Schwangerschaft mitteilt, auch sowas wie eine Postkarte oder ein Brief, was ganz besonders Schönes, was man da machen kann. Ihr könntet zum Beispiel ein Foto verschicken, was auf eure Schwangerschaft hindeutet. Am Ende dieses Videos werde ich euch noch ein paar Tipps oder ein paar Möglichkeiten geben, wie ihr dieses Foto ganz besonders schön gestalten könnt. Einige Ideen für ein Zusammentreffen von Familie oder Freunden. Ihr könntet zum Beispiel alle dazu anregen, ein Gruppenfoto zu machen. Und der Fotograf muss eingeweiht sein. Beim ersten Foto sagt er ganz normal sowas wie Cheese oder bitte lächeln und alle lächeln nett. Und bevor er das zweite Mal abdrückt, könnte er sowas sagen wie, Name der Mama, sagen wir Julia. Julia ist schwanger. Und wenn er dann abdrückt, dann habt ihr auf jeden Fall eine unvergessliche Erinnerung in ein super schönes Bild mit vielen überraschten und verdutzten Gesichtern. Eine zweite Möglichkeit, wenn ihr alle zusammenkommt, wäre zum Beispiel, wenn ihr gerade im Urlaub wart, dass ihr euch Urlaubsfotos alle gemeinsam anguckt und mal so durch die Bilder durchklickt und plötzlich zwischendurch das Ultraschallbild auftaucht. Dann könnt ihr vielleicht sogar noch sowas sagen, wie dass das der blinde Passagier war, der euch die ganze Zeit bei der Reise begleitet hat. Das ist auch eine super schöne Möglichkeit, den anderen von der Schwangerschaft zu erzählen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass ihr zum Beispiel Bücher verschenkt. Es gibt ja ganz viele Bücher wie Oma für Einsteiger oder Geschafft, endlich Oma oder Opa oder irgendwas für die beste Tante oder den besten Onkel. Das ist auch eine sehr, sehr hübsche Möglichkeit, die anderen darüber zu informieren, dass ein neues Familienmitglied auf dem Weg ist.
Eine weitere schöne Möglichkeit, euren Freunden oder eurer Familie die Schwangerschaft mitzuteilen, wäre zum Beispiel, dass ihr alle beim Essen seid und ihr ein extra kleines Kärtchen an einen Platz stellt, auf dem reserviert steht. Vielleicht sogar noch zusätzlich eingedeckt, eventuell sogar mit Babygeschirr. Es wird nicht lange dauern, bis die Fragerei losgeht. Und eine letzte Möglichkeit, wenn ihr eventuell schon Kinder habt, dann ist es sehr, sehr schön, die Geschwister mit in die Verkündung dieses besonderen Ereignisses einzubeziehen. Es gibt ganz niedliche T-Shirts, wo zum Beispiel draufsteht, großer Bruder 2019 oder ich bekomme Verstärkung. Das ist auch eine ganz, ganz hübsche Möglichkeit, wo die anderen Erwachsenen dann fragen werden, Moment mal, was ist das denn? Natürlich gibt es auch einige, die es einfach direkt rausposaunen wollen. Aber auch dafür gibt es ganz lustige Möglichkeiten, dies zu tun. Zum Beispiel könntet ihr euren Eltern sowas sagen wie, Mensch, gut seht ihr aus, man sieht euch gar nicht an, dass ihr bald Großeltern werdet. Oder sowas wie, habt ihr eigentlich Pfingsten 2020 schon etwas vor? Wenn nicht, dann wäre es schön, wenn ihr an diesem Tag auf euer Enkelkind aufpasst. Oder zum Beispiel so etwas wie unter Freunden, trinkt doch alle mal einen auf mich, denn ich darf es die nächsten 9 Monate nicht mehr tun. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Mit Sicherheit fällt euch da auch noch was Schönes ein. Auf unserer Website elterngeld.de haben wir ein Pinterest-Board für euch bereitgestellt mit Fotos und Anregungen, wie ihr tolle und kreative Bilder schießen könnt, die eure Schwangerschaft verkünden, die ihr dann zum Beispiel als Postkarten verschicken könnt oder einfach in einen Briefumschlag tun könnt oder sie zum Beispiel auch auf Facebook, Instagram und Co. mit euren Freunden teilen könnt und so eine kreative Möglichkeit habt, eure Schwangerschaft zu verkünden. So, das war es auch schon für heute von meiner Seite. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn dem so ist, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und auch darüber, dass ihr unseren Kanal abonniert. Wie gesagt, haben wir auf unserer Website noch einige weitere Informationen zu diesem Thema für euch bereitgestellt und auch ein Pinterest-Board mit kreativen Fotoideen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Bianca von elterngeld.de.